Ja, dann pass auf, dann machen wir das doch. Dann machen wir das doch jetzt mal. Schmeißen wir uns mal kurz eben alle gemeinsam ins Bett. Baby, liegst du auch in deinem blauen Bett? Lila. Ja, ich bin im Bett. Baby hat ein Prinzessinnenbett. Jetzt. Yay, die Nacht ist vorbei. Juhu. Ole, ole. Steht da was vor meiner Tür? Nö, ich stecke jetzt vor meiner Tür. Ich dachte, es ist meistens auch schon tot im Endeffekt. Ja, ich hatte den Zombie. Ich hatte eben so ein bisschen so ein Zombie-Ding vor meiner Tür. Das sagt er schon gerade. Markus, nein, ich lasse dich nicht rein. Terme Markus. Ah, der. Ich war ausgesperrt. Richtig, der wird einfach wieder gemobbt. Gemobbt, gemobbt, gemobbt. So, benötigt jemand einen Ofen? Ich habe zwei Stück. Oh, dann mach dir. Besser ist. Nee, wenn man Kev haben will, dann. Nein, mach dir, alles gut. Dann kann man sich immer mal so ein bisschen Arbeitsteilung und so machen. Ihr kennt euch da so ein bisschen mehr mit aus mit dem Ding. Mit solchen Dingen. Ich habe gesagt, das ist nicht schwer. Ich habe ja zwei, also. Nee, alles gut, dann liegen Baby und Markus. Alles passt. Ich kenne das Spiel auch noch nicht ganz. Ja, oder? Bisschen besser als ich. Ja, das sind wir die zwei, die Ofen bedienen dürfen. Ja, macht ihr. Alles gut. Passt ja. Ich baue irgendwann auch noch eine große Ofenstation. Vorsicht, Creeper kommt. So, dann habe ich zumindest mal meinen ersten... Ja. Okay, Markus? Ja? Danke. Irgendwas hat gerade so komisch ge... Was auch immer das war. Das ist ein Creeper vor der Tür. Nicht angucken. Hey, scheiß Spanner. Oh. Scheiß Spanner. Ja, das Vieh steht einfach vor mir vor der Tür und guckt mir ins Fenster rein. Deswegen sagte ich ja gerade scheiß Spanner. Ah, warum nicht? Holz. Holz. So. Hey. Aua. Scheiß Büsche. Aua. Aua! Bitte schieb ihn zur Seite! Daraus kannst du Papier machen. Ey, sammel doch nicht meine Erde ein! Du Hund! Die brauche ich. Ich muss meine Beete pflanzen. Kauf den Beet! Ah, sieht doch schwerlich aus. Ach, deswegen grault das hier so. Hier ist so ein Wasserzombie in einem der Wasserlöcher mitten in der Insel. Ach, zwei sogar. Zwei sogar. Oh Leute, jetzt kommt doch mit hier. Was soll denn das? Los, komm. Wer hat denn hier experimentell einfach mal Holzstämme mitten quer über den Boden gelegt? Nee, das ist normal. Das hat den Dings auch funktioniert, so Furries. Okay. Ich weiß noch, als der Wagen weggeflogen ist bei uns bei den Force. Die Kilometer dann über die weggeflogen ist. Was ist mal passiert? Ja.
Es sind immer viele lustige Dinge passiert im Spiel. Zwischendurch mal. Aber wie gesagt, da wollen wir ja nochmal euch eigentlich tatsächlich das andere Ende irgendwann zeigen. Nur so nebenbei. So. Blub, 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 blub. So, also eigentlich müsste unsere Insel jetzt so gut ausgeleuchtet sein, dass nichts mehr hier spawnen dürfte in der Nacht. Zumindest weniger. Und man dürfte die Insel auch beim Sterben schnell wiederfinden, wenn es du. Ne, wir spawnen doch jetzt hier. Ja. Ah ja, stimmt. Hat hier ein bisschen Glas schuppig? Ich suche auch noch. Ich warte, ich bringe euch welches. Ich habe mir schon Glaser bestellt. Kevin. Aber was? Glas kann man nicht suchen. Glas kann man nur herstellen. Ich hab gesagt, such dir ein Glas an, ich such dir Glas. Also ich hab verstanden, ich suche auch schon. Ja, nach Glas, ja. Aber anders gemeint. Achso. Hatte ich das nicht mit in die Truhe gepackt? Ist das vielleicht leer gemacht? Nee, so viel habe ich dich gar nicht verbraucht. Okay. Ist nicht mehr da. Ah, warte, das geht, das kriegen wir schnell hin. So, Sand verbrennen. Bin auch dabei. Davon haben wir hier genug. Doch, ich habe ja ein bisschen Musik an im Hintergrund, höre ich gerade. Das muss ich mal auch relativ entspannen. Ich denke nicht, dass da irgendwas geclaimt wird. Ich hoffe es zumindest nicht. Zack. Kompletter Kanal gesperrt. Naja, Kanal wird. So schnell wird's nicht. Ich glaube nicht, dass so schnell so ein Kanal gesperrt wird. Es kommt immer noch an. Vor allem nicht, wenn du nicht monetarisiert bist, da passiert eh nicht so viel. Es war ja mal bei mir tatsächlich der Fall, dass ich monetarisiert war. Ja, aber ich meine nur, wenn du nicht monetarisiert bist, passiert eh nicht so viel, weil du verdienst ja nichts an dem Ganzen. Leider nicht mehr, ne. Nur wenn du Geld an der Musik noch verdienen würdest, wären sie, glaube ich, ein bisschen strenger. Ja. Na, ja, warte mal ab, Upload-Filter. Ja, du willst mich wohl nicht angreifen, hm? Stehst du so ganz entspannt neben mir? Ja, dann schwimm halt weg. Ist ja okay. Wer nicht will, der hat schon, ne? No. Genug Fisch im Wasser, den du essen kannst. Da schüttet jemand das Wasser zu. Oder machst du größer? Du machst Sand weg und Erde rein, okay. Ach nee, das ist nicht mein Haus. Hallo, guten Tag. Ich dachte schon, ich hätte jemand so fleißig meine Fenster schon mal verglast. Immer diese Handwerker, weißt du, die sind so unpünktlich.
Das Glas ist noch im Werk, es wird noch produziert. Ah ja. Special Glas. Richtig. Ich bin übrigens der Meinung, dass diese Wasserzombies mehr wie Zombies aussehen als die normalen. Ja, natürlich. Aber eigentlich sind es ja Menschen gewesen. Irgendwie ganz komisch ist. Es gibt ja auch nicht die normalen Zombies, es gibt ja auch noch Dorfbewohner-Zombies. Das sind quasi Dorfbewohner. Oh, okay. Ja, aber es dürfte, wie gesagt, eigentlich nichts mehr groß passieren. Eigentlich. Ja, abgesehen von den Wasserzombies. Und so spawnen halt überwiegend in den relativ dunklen Gebieten noch welche, aber nicht mehr ganz so viele. Würde ich jetzt vermuten. Ja, wie der hier zum Beispiel. Lass mich doch in Frieden! Nein! Oh, fast tot. Ja, neben Babys Haus ist es noch ein bisschen dunkel, da ist auch gerade was gespawnt hier. Ja, aber es ist nicht mehr so viel. Ich habe nur noch ein halbes Herz gehabt. Das Gute ist, dass in meinem Haus nichts mehr spawnen kann, weil hier auch Fackeln drin sind. Ne? Geh weg. Aber wir müssten eh gleich aufhören. Das ist nämlich gleich um eins. Ja, und stimmt wohl, ja. Voll ertrunken erschlagen. Gerade ich spawn auch noch direkt vor ihm jetzt. Ja, ich bin auch schon länger nicht mehr gestorben. Du Hund. So geil, gell? Machst die Tür auf, willst ihn erschlagen, er schlägt dich, Junge, und dann spawnst du direkt vor ihm, weil das Bett halt da steht. So, ich bin jetzt ein Bettchen und dann würde ich sagen, machen wir eigentlich auch mal einen kleinen Cut. Monster in der Nähe. Oder wollt ihr noch ein bisschen spielen? Nö, wir machen dann einen Cut. Ja, machen wir jetzt einen Cut. Gut, dann geht's in unserer nächsten Aufnahmesession ein bisschen weiter.